Auf geht eine neue Folge Star Wars Outlaws. Ab ins Weltall. Das Schiff sieht gut aus. Geht das hier? Sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie wahrscheinlich. Ja, wir werden sehen, was Wacker jetzt sagt. Dann mal los. Hab sie. Immer sachte mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Chef. Klar, ich hab's kapiert. Ihr Lehrer, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana, also Gewürz. Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. So, und jetzt fällt mir gerade noch eins ein. Auf Karte anzeigen. Crimson Dawn. Und dann noch Schlüsselkarte. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh, klar. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Mhm. Bring uns näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Hey, das gehört uns. Schieß die Fracht frei oder stirbt. Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie dürfen nicht die Ladung treffen. Ich weiß, Wacker. Wir müssen kämpfen. Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen. Beschützt die Bahnbrecher. Ja. Alter, wie schnell sind die? Wir werden geschossen. Das ist unser Glückstag. Zwei Schiffe zum Ausschlachten. Noch mehr? Oh, komm schon! Wir wollten das zuerst stehlen. Alter. Geschmeidig. Nicht wahr? Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht. So. Na also, hab sie. Perfekt. Jetzt haben wir Sansana an Bord. Ich, gebe die Koordinaten der Raumstation ein. Das wird schon. Das wird schon. Ach ja. Einfach alles ran. Tut mir leid. Okay. Oh, ich kenne die Steuerung auch schon wieder. Müssen wir eigentlich an ihm vorbei da? Wracksammlung, imperiale Konsole.
Das ist ja schon wieder echt genial, ne? Also, da wollen wir einbrechen? Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. Da lang, genau. Gut. Bevor ich jetzt eingehe, ich da, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich das schnell. Irgendwo da ist nämlich das Teil. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, Alter, ich hasse das ja, ne? Verschwinden Sie, sonst deaktivieren wir Ihre Waffen. Damit, das ist hier geil. Negativ, negativ. Unser Frachter der Darius G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der T-Eskorte zu Andockbus 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Elera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Thornton Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Thornton glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Kriegen wir, glaube ich, hin. Oh, wir haben einen Sicherungspunkt erhalten. Also, Kisten mit Sansana. Wir haben Kisten mit Sansana auf einer imperialen Raumstation. Super. Okay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleich mich zur Hintertür raus. Na gut. Zur Hintertür rausschleichen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wo ist denn bitte... Die Hintertür. Wenn Sie sich nicht beeilen, wird Goran davon erfahren. Goran und Gouverneur Thornton. Was hab ich uns da eingebrockt, Nix? Verstehen Sie mich? Gut. Wir schleichen uns raus und suchen einen Grundriss. Unbemerkt. Der nächste Auftrag wird besser. Finde den Datentresor, löse keinen Alarm aus. Das ist schön. Ja,
Also wir sollen keine Alarm machen. Haben uns mal überfallen. Wir mussten die Hälfte von denen umlegen, bevor sie endlich abgehauen sind. So, ich soll keinen Alarm auslösen. Verstanden, ich halte mich bereit. Es kann auch wohl nicht wahr sein. Ich habe oft genug gegen Rebellen gekämpft. Für jede Zelle, die du erledigt hast, kommen 5 neue. Alles ruhig in diesem Sektor. Siehst du was? Keine. Ist hier jemand? Sagen hast du schon mal gegen einen Quarren gekämpft? Die sind aalglatt. Das sind 2. Ich muss irgendwie darüber. Okay. Ei. Wo ist Ihre Einzelauflistung? Wir wussten nicht, dass wir so etwas brauchen. Wie sollen wir denn ohne diese den Inhalt dieser Kisten genehmigen? Ich dachte, Sie würden... Einfach was? Einfach alles abnicken, was die Pfeifers vor die Tür stellen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Wenn Sie das ausliefern wollen, dann erstellen Sie eine... Das Problem ist, die 3... Denkt daran, die Pikes sind nicht unsere Gäste. Also fühlt euch nicht verpflichtet, sie zu behandeln. So, zack. Vor ein paar Monaten sind sie. Bewegt werden muss, man bewegt sie. Ich will eure Anwesenheit auf dieser Station nicht länger als unbedingt nötig erdulden müssen. So. Willkommen auf der Bahnbrecher. Gouverneur, diese Kisten wurden versehentlich falsch etikettiert. Wir übergeben sie der imperialen Obhut. Wir gehen davon aus, dass sie den Inhalt zu schätzen wissen. Korak. Sehen Sie das? Das ist eine verstärkte... Gute Deckung. Also wegen der Lieferung. Es ist leichter, wenn ich es Ihnen zeige. Kommen Sie rein. Sehen Sie diese Laserkanone? Das ist eine Dymac LC-50. Sehen wir uns das mal an. Warum kann ich nicht mit Thornton persönlich sprechen? Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung. So. Oh, ich hab. Das wäre jetzt gerade Glück, hätte ich sagen. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Noch was? Datenblock. Lagerprotokoll. Wer auch immer eine Sansana-Ladung im Belüftungskanal abgestellt hat, bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Wenn sich niemand darum gekümmert hätte, hätte das Gelände gesagt, katastrophal enden können.
Finde eine Konsole mit Informationen zum Datentresor. Was? Was ist jetzt denn? Das Platten-Datenblock lesen. Kann ich den... Warum kann ich den nicht aktivieren? Hat er irgendwie... Jetzt geht's schon wieder los. Warum ist hier eine Konsole? Aber ich kann die nicht benutzen. Okay. Keine Ahnung warum, aber man benutzt sie scheinbar so. Frag mich mal bitte einer, warum das so ist. Sicherungspoint erreicht. Glück. Ist hier jemand? Wir wollen den Umsatz erhöhen, das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen. Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Hast du was, Kleiner? Torben macht es einem nicht leicht wegzugehen. Siehst du was? Ist jemand in der Nähe? Da ist einer. Gott. Das Ding ist... Da scheint auch einer zu sein, ne? Da, zwei sogar. Jemand sollte einen Zusatztrupp anfordern. Dann zeigen wir denen, wer hier das Sagen hat. Na gut, Max. Hol sie dir. So. Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb wird das auch nie passieren. Wir nehmen die Sache ernst. Diese Operation würde nicht so lange laufen, wenn wir nachlässig wären. Haben Sie durchgezählt? Ja, ja, sind alle da. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Tob dich aus, Nix. Deshalb wird das auch nie passieren. So. Also, Datentresor in der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Da ist noch was. Hey Kay, die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen. Gorak alles erzählen? Und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Da, ein Block nochmal. Ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Mhm. Ich habe gehört, dass wir bald den E12 bekommen. Auf geht's. Was passiert? Aha.
Das geht übrigens nur so, ne? Das finde ich schade, das ging früher mal anders. Oh. Oh Gott. Dala. Scheibenkleister. Als Kind habe ich Albträume von Druiden bekommen. Stimmt. Siehst du was? Mein Ding ist jetzt, wenn ich jetzt... Ich hab, genau das habe ich gemeint. Ich hätte jetzt gerne angegriffen. Alles ruhig in diesem Sektor. Ich war in der ersten Angriffswelle und habe fast meinen gesamten Trupp verloren. Erst die vierte Welle hat es dann geschafft. Mhm. Hol sie dir, Kumpel. Was war das? So, wie geht der? Sehr, sehr langsam geht der. Und da rein. Kann ich schießen? Ja, gut. Boah, ich habe eben schon gedacht, das war's. Was siehst du? Geben Sie sich besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich erinnere mich doch ans letzte Mal, als... Ich fasse es nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Torben auch nicht. Film jetzt. Nee, was soll ich jetzt hier machen? Kann ich die beiden da ausnocken? Nee. Das funktioniert nicht. Was ich hier machen soll, ne? Ah, okay. Also gut, es ist wohl Zeit für mich zu gehen. Also, das ist definitiv mein Spiel. Klingt gerade echt doof, ist es aber wirklich. Oh, das ist das irgendwie so mein Ding.
gehe mal aus, dass wir da irgendwie runter müssen. Ich habe nichts von meinem Plastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Ja, ich hätte jetzt gerne auch einen neuen Blaster. Das Schlimme ist, die Unterwelt ist tough, aber wir sind tougher. Da hast du recht. Da müssten wir hin. Alles klar. Also glaube ich jetzt. Aufmachen. Aber da können wir schon mal irgendwas sabotieren, wa? Können wir auch nicht benutzen. Siehst du was? Drück das Knöpfchen, Nix. Ist hier jemand? Moment mal. So. Auf den Computer hacken. Guck mal, hier steht zum Beispiel auswählen und Subroutine hacken. Ach, da wird es nur erklärt, wie es geht, oder was? Na, das haben wir durch. So. So. Das heißt, den, dann den und den. Und wir haben das Ding geknackt. So. Alles deaktiviert. Überwachungskameras und die Wartungsenergiebarriere haben wir jetzt deaktiviert. Sehr gut. ...44 Meter in die Richtung. Oh Gott. Kann ich auch zugreifen? Bezüglich der Intrepid. Wie Ihnen bekannt sein sollte, wird die Intrepid in Bälde anlegen. Und Admiral Venier persönlich wird uns mit seiner Anwesenheit wehren. Ihr Befehl lautet, zu Diensten zu sein und die Intrepid so schnell und effektiv wie möglich zu betanken und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf unsere Nebenoperation zu lenken. Wir haben heute Abend wieder Schießübungen. Was wollen die damit beweisen? Das sollte doch ein Kampfeinsatz werden. Ist jemand in der Nähe? Mein Trupp wurde von einem Dach aus von einem Scharfschützen festgenagelt. Wir haben dann ein ATST gerufen, um das Gebäude platt zu machen. Aha.
Hast du was, Kleiner? So. Jetzt sind wir hier und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.